Moin, meine Freunde, wie ihr mittlerweile wahrscheinlich alle mitbekommen habt, bekommen wir, wenn das neue Update da ist am Montag, für jeden einzelnen Stern, den wir vor dem Update erspielt haben, 100 Gems geschenkt. Bedeutet, wenn wir das Spiel durch hatten, sprich 752 Sterne, bekommen wir 75.200 Gems. Und in diesem Video gucken wir uns an, wie weit wir damit kommen. Wir werden wahllos den Shop leer kaufen. Und schauen einfach mal, wie viel Progress wir überhaupt mit 75.000 machen können. Ist es viel? Ist es wenig? Bringt es was? Bringt es nichts? Am Ende des Videos werde ich auch nochmal mein persönliches Fazit dazu sagen und euch erklären, wie ich es machen werde, weil ich mir schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe und ja schon weiß, wie weit wir damit kommen werden. Bleibt also dran, es wird spannend. Wenn euch mein Content gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Wir gehen jetzt rein, viel Spaß! Wenn ihr das Game startet, seht ihr als allererstes dieses wunderschöne Bild, wo nochmal erklärt wird, dass ihr 100 Gems für jeden Stern bekommt. Wenn ihr das da ganz alles gemacht habt, kommt ihr ins Tutorial rein und dann müsst ihr euch natürlich erstmal bis zum Shop hochspielen. Und das werde ich jetzt auch machen, damit es so realistisch ist wie möglich. Ich skippe jetzt gar nicht, sondern spiele jetzt erstmal so lange, bis ich den Shop freigeschaltet habe. Tutorials und so weiter. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Shop frei ist. Nach der Insel 2.4 ist es dann nämlich soweit. Shop unlocked. Und wir gucken als erstes, bevor wir reingehen, bevor wir irgendwas kaufen in die Collection, was wir denn bisher freigeschaltet haben. Wir haben die Barbaren-Rune, die schaltet ihr frei, bevor ihr den Shop freischaltet. Und Archer plus Item. Holen wir uns mal eben ab. Außerdem Swap-Bücher, Prinzen und Wizard. Eine Sache fehlt uns noch, wenn ihr da oben richtig seht. 150 Gems. Natürlich brauchen wir insgesamt 75.200 und wir zaubern mal eben. Und da sind sie. 75.000 Gems. Ja, okay, es sind 75.155. Sei mir verziehen. Ich kann mir nicht genau die Werte aussuchen. Ich komme nicht auf 75.200. Ich würde dann entweder auf mehr oder auf weniger kommen. Deswegen passt das schon. So sind 45 weniger. Und wir werden uns jetzt mal kurz die Shoppreise angucken. Ein Itemfragment kostet 120 Gems. Außerdem kostet ein Truppenfragment 50 Gold. 1000 Gold kostet ebenfalls nochmal 50 Gems. Was absolut irgendwie keinen Sinn macht. 1000 Gold, 50 Gems. 6000 Gold, 4100 Gems. Okay, Digga, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas noch absolut gar nicht. Egal, nehmen wir so hin. Ich meine, dann hätte es auf jeden Fall mehr Value, wenn du das Gold im Shop kaufst. Das machen wir jetzt auch schon einmal. Gibt es nochmal 25 for free. Und ja, hier sehen wir ganz gut, Item kostet 120 und Runenfragment, ich will mal gucken, wann das erste kommt, hier, kostet ebenfalls 120 Gems. Ich würde sagen, dass wir jetzt wahllos im Shop in den Kaufrausch reingehen und einfach gucken, wie weit wir mit 75.000 kommen. Wir geben jetzt erstmal so Pi mal Daumen, 15.000 bis 20.000 geben wir jetzt aus für die vier Truppen, die wir haben. Gucken, wie weit wir damit kommen. Dann schalten wir uns ein paar mehr Truppen frei und geben nochmal Gems aus. Und ich sage euch an dieser Stelle schon mal, es macht keinen Sinn. Also das, was wir jetzt machen, macht absolut keinen Sinn. In diesem Video geht es nur darum, wie weit wir rein theoretisch damit kommen würden, wenn wir die 75.000 Gems auf den Kopf hauen. Also macht das auf keinen Fall im richtigen Spiel. Es ist super dämlich. Es macht wirklich keinen Sinn, das einfach so auf den Kopf zu hauen. Trotzdem interessiert es mich und euch wahrscheinlich auch, wie viel Value diese 75.000 haben. Ich könnte das Ganze jetzt auch stumpf und langweilig ausrechnen und euch dann sagen, ja, so weit kommt ihr. Wäre aber langweilig. Ich habe Bock, die Gems jetzt einfach rauszuhauen. Let's go, Kaufrausch, Freunde. Einfach kaufen. Oh, ich liebe das. Wenn das jetzt im richtigen Game wäre, ne? Wenn das jetzt im richtigen Game wäre, Digga. Oh, tut das wieder gut. Tut das gut. Einfach den Shop. Egal in welchem Supercell Game, Shop leer kaufen ist immer, das ist immer satisfying. Schön. Das Ganze wird jetzt dauern. Es wird jetzt ewig dauern. Ich glaube, wir müssen gleich auch einmal das Goldangebot kaufen, welches auch total überteuert ist. Da muss ich nochmal nachfragen, wie das mit dem Gold aussieht. Irgendwie kann das nicht richtig sein. Die ersten 20.000 sind auf den Kopf gehauen. Und ich muss sagen, es gab nicht einmal wieder dieses Goldangebot mit den 50 Gems für 1000 Gold. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich dann passt, weil es dafür extrem selten ist. Dann wird es auch wieder Sinn machen. Also ich hatte es jetzt wirklich nicht noch einmal drin. Mal gucken, was die Collection so sagt. So schaut das Ganze aus. Also, Magier-Item haben wir natürlich freigeschaltet und Magier-Rune auch. Die haben wir
mit jeweils, also hier nochmal 8 Fragmente bei der Magier-Rune, kein Fragment beim Item. Magier auf Level 2. Rune können wir erst auf Level 3 höher machen. Ist ja ganz wichtig, ihr könnt nicht einfach nur eure Items uppen. Funktioniert nicht. Archer müssen wir höher machen. Ich glaube, wir brauchen einmal kurz ein Goldangebot, damit wir überhaupt weiterkommen. Das gönnen wir uns. Geht nicht anders, das werdet ihr euch auch kaufen müssen. So, Item hoch. Wir haben mega viele Item-Fragmente bekommen vom Archer. Rune können wir einmal höher machen. Item können wir nicht höher machen. Dann haben wir beim Prinzen die Rune und das Item. Den Barbaren können wir zweimal höher machen. Damit können wir auch die Rune und das Item einmal höher machen. Dazu haben wir noch 36 Itemfragmente beim Barbaren und noch 6 Runenfragmente. Ja, beim Magier hatten wir 8 Runenfragmente, beim Prinzen 28 Runenfragmente und beim Archer 31 und 35. Weiter sind wir nicht gekommen, Digga. Mehr nicht mit 25.000 Gems. Gut, ich denke mal, dass wir uns jetzt die komplette Collection freischalten und dann weitermachen. Dann nochmal ein bisschen was auf die Kacke hauen. Alles freigeschaltet. Natürlich, wenn ihr es nach und nach freischaltet, habt ihr immer schon ein paar Fragmente erspielt. Aber das tut ja jetzt auch gar nicht zur Sache. Wir gehen wieder in unseren schönen Shop rein und machen einfach weiter. Machen wahllos weiter. Hier haben wir jetzt schon mal Dragon-Fragmente, Riesen-Fragmente. Interessant wird gleich, ob Magical Items dazwischen sind. Später im Shop ist es nämlich so, dass die Magical Items dazwischen sind. Da müsst ihr sowieso ab und zu mal warten. Ich glaube bei mir jetzt noch nicht, weil ich die Magical Items noch nicht freigeschaltet habe. Darum geht es ja auch gar nicht. Wir müssen gucken, dass wir zwischendurch immer wieder Fragmente kaufen, alles ein bisschen gleichmäßig, weil es uns einfach nichts bringt, wenn wir 100 Runenfragmente haben, aber die Rune nicht uppen können, weil wir unseren Charakter noch nicht höher machen können. Deswegen achte ich jetzt darauf, dass ich mir zwischendurch auch immer die Fragmente kaufe. So, Spells haben wir natürlich jetzt auch alle freigeschaltet. Oh, 5 Free Gems, die können wir gut gebrauchen, Digga. Let's go. Kaufrausch angesagt. Goblin-Rune. Ein Angebot. 35 statt 40. Ich Schnapper. Da haben wir doch mal einen guten Fang gemacht. Nach einer guten Viertelstunde stumpfes Shopler kaufen ist es vollbracht. Ich habe alle Gems ausgegeben. Lasst uns in die Collection gehen. Ja, wie weit kommen wir? Wir fangen an mit dem Barbaren, den wir einmal upgraden können. Ich habe extra auch einmal Gold gekauft. Da haben wir Fragmente. Ordentlich viele Fragmente. Einmal kriegen wir das Item höher. 56 Item-Fragmente, 44 Runen-Fragmente. Rune können wir nicht höher machen. Wir kriegen den Barbaren nicht mal auf Level 5. Archer kriegen wir einmal höher, können das Item auch einmal höher machen. Und das war's schon. Geht nicht höher. Wizard, das gleiche Spielchen kriegen wir gerade mal auf Level 4. Können wir dafür aber die Items und die Runen ein bisschen höher machen. Der Prinz, ebenfalls, nee, nur Level 3 sogar. Mehr Fragmente konnte ich nicht kaufen im Shop. Auch da haben wir dafür 44 Item-Fragmente, 60 Runen-Fragmente. Was immer noch nicht ausreicht, um es zu maxen. Riesen Level 2. Gerade mal 9 Fragmente für Items, dafür 35 Runenfragmente. Goblin, auch nur auf Level 2. 27 Itemfragmente. Wie viele Runenfragmente haben wir da? 36. Reicht auch längst nicht, um irgendwas zu maxen. Letzte Truppe ist der Baby Dragon, auch nur auf Level 2. Da haben wir dann 5 Runenfragmente und 18 Itemfragmente. Fireball können wir auf Level 2 machen. Zappy auf Level 2. Lock auf Level 2. Earthquake auf Level 2. Und das war's auch mit unserem Gold. Ja, Freunde. Die Spells gerade mal auf Level 2. Einige Truppen erst auf Level 2. Manche auf Level 4. Und die 75.000 Gems. Pst. Sind in der Mülltonne. Ja, was soll man dazu sagen? Ganz so weit kommen wir damit nicht. Da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Jetzt ist die Frage, was kostet es denn rein theoretisch, den Account komplett zu maxen? Da gibt es dann morgen ein Video drüber. Aber mit den 75.000 Gems ist es wirklich gar nichts. Also, wir gehen mal kurz durch. So, hier würden wir die Rune noch auf Level 2 kriegen, das Item auf Level 4. Hier würden wir auch das Item auf Level 4 kriegen, Rune auf Level 4, glaube ich auch. Item gerade mal auf Level 3. Rune müsste auch ungefähr Level 3 oder 4 sein. Hier kriegen wir das Item auf Level 6 vermutlich und die Rune ebenfalls. Na, Level 5 würde ich eher sagen. Hier sieht es mir nach Level 5 und nach Level 4. Hier wäre es eher Level 5 und Level 4 auch. Und hier müsste es ebenfalls, eventuell sogar schon das Item auf Level 6 und die Rune auf Level 5 sein. Bedeutet ganz, ganz, ganz weit weg noch alles vom Max. Allein schon die ganzen Elixiere, die wir noch brauchen, kosten ja so viel. Da kommst du mit 75.000 nicht weit. Du brauchst locker das Vierfache, wenn nicht sogar Fünffache, um überhaupt Max zu kommen. Also, ja, lassen wir einfach mal so stehen. An dieser Stelle ist eure Meinung gefragt. Lasst mir mal einen Kommentar da. Was sagt ihr?
Findet ihr es gut, dass jetzt alles teurer ist? Findet ihr es schlecht? Auch das mit dem Gold, dass das jetzt viel, viel teurer ist. Mit den 75.000 kommt ihr nicht weit. Mein Fazit ist deshalb, lasst es. Lasst es einfach. Spart eure 75.000 Gems auf. Es dauert jetzt, bis noch ein Update kommt. Es ist jetzt erstmal Sommerpause. Nach der Sommerpause wird auch nicht direkt ein Update kommen. Wir können frühestens Ende August, Anfang September mit dem nächsten Update rechnen. Bis dahin habt ihr Free-to-Play locker schon eure Truppen, sage ich mal, mindestens auf Stufe 6, würde ich behaupten, wenn ihr aktiv zockt, aktiv auf die Liga, die Kleinliga spielt. Also macht es wirklich keinen Sinn. Ich selber werde es auch machen. Es würde nur einen Grund geben, bei mir zu jammen, und das wäre, wenn irgendein großer Creator reingeht und sich mit seinem Geld auf Global One kaufen will. Das würde ich nicht zulassen, dann würde ich mich selber hochpayen, weil ich ja eh die Gems habe. Ansonsten werde ich auch Free-to-Play reingehen und auch sowas reißen können. Das werdet ihr schaffen, das werde ich schaffen. Es macht halt einfach keinen Sinn, die Gems wahllos rauszuhauen. Ich rechne euch morgen mal aus, was es denn kostet, komplett max zu sein. Ich denke mal, da bist du locker bei ungefähr 300, 400, vielleicht sogar 500.000 Gems. Keine Ahnung, muss ich mich gleich mal dran setzen und dann kommt morgen das Video dazu. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wie immer. Wir sehen uns dann morgen. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.